Ja, und hallo zurück zu einer Folge Star Stable Neue Abenteuer. Ja, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, uns bei Südhof umzugucken. Da haben wir aber erstmal einen Break gemacht. Wie denn? Wir haben jetzt auch ein Level Up, wie ich in der letzten Folge gehabt, was sehr viel bedeutet. Und naja, es hat für uns einige Questen geöffnet. Wir sind jetzt Level 12 und wir haben eine Hauptquest. Und das ist die nach Westkap Fischerdorf. Ja, aber wir werden erstmal hier trotzdem hier unsere Aufgabe machen, dann Richtung zum Bürgermeister reiten, die Quest dort annehmen, und dann Richtung, ja, Weingut reiten. Denn diese Quest müssen wir auf jeden Fall. Nee, das machen wir dann gleich. Denn diese Quest müssen wir auf jeden Fall fertig machen. Da müssen wir bei Weingut hochgestiegen sind, da müssen wir uns da um die ganzen Quests nämlich auch keine Sorgen mehr machen. Das ist schon mal ein Vorteil. Also um die ganzen Tagesaufgaben, die können wir dann links liegen lassen, außer wir brauchen Kohle. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir brauchen einmal das. Wir brauchen das. So. Dann holen wir hier das. Jetzt mal von der anderen Seite. Normalerweise von der Seite, aber egal. Machen wir das dann halt mal von der Seite. Auch egal. Bei Steve ist eh mal alles ein bisschen chaotisch. Dann können wir auch mal chaotisch den Stall machen hier. Da. Und bei dir noch das Netz. Fertig. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir erst mit dem Garten fertig sein müssen. Aber wenn jetzt die Hauptquest jetzt schon uns angezeigt wird, in der Hinsicht, werde ich damit keine Probleme haben. So, machen wir erstmal das Rennen, dass wir unser lieben Desert Soul mal langsam auf die letzte Stufe kriegen. Dann würde ich mir doch gerne, falls wir es die Folge noch schaffen, schnell einen Araberche holen. Und nein, ich werde da gar nicht großartig überlegen. Ich werde ihn genauso nennen wie beim Main-Account, Elder King. Da werde ich nicht von abgehen. So, einmal springen, denn wir wissen, hier liegt ein Stein. Das haben wir nicht vergessen. Yay! Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie hoch waren wir jetzt nochmal bei Silverglade. Reitsportcenter, also beim Weingut sind wir fast fertig. Da brauchen wir nur noch 45. Die werden wir uns schnell holen. Was wir halt dann noch machen müssen, ist auf jeden Fall die Tagesquesten von Agneta und toll. Jetzt bin ich gerade. Jetzt habe ich gerade mal wieder einen Hänger. Läuft! Naja, Agneta, wie ihr wisst, schon bei dem unten beim Garten. Agneta bleibt halt ein Meer im Gedächtnis, wir wissen das alle. Die Verrückte. So, dann haben wir das auch geschafft. Yes, sehr schön. Dann nehmen wir noch schnell die zwei Tagesaufgaben hier an. Mehr Käse. Hungrige Vögel. Machen wir erstmal die Vögel. So, wo sind die? So, eins war da, wenn ich mich recht erinnere. Das ist so blöd, dass man das nicht so ganz genau sieht hier. Ich mach doch mal den Schnee weg, dass ich das besser sehen kann wieder. Das ist nämlich doch etwas nervig. Wo bin ich denn jetzt hingeritten? Ich Dösbaddel. Ah, das ist doch verkehrt. Das war doch verkehrt. Das war doch verkehrt. Den hatten wir gemacht. Wir müssen dahin. Da ist nämlich eine. Ist das eigentlich, das dürfte doch Steves Haus sein, oder? Müsste doch eigentlich, weil das ist ja nur die Scheune. Er hat ein schickes, kleines, süßes Haus. Der hat eigentlich, wenn man es mal so genau sieht, hat er hier in Jorvik den größten Platz hier. Nach der Baroness. Der hat ja sein Farmgebäude, der hat ja hier seine komplette Farm, der hat sein Haus da hinten. Ich weiß nicht, ob die Felder mit dem Mähdrescher noch dazugehören, aber der hat hier echt am meisten Platz.
Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt? Ja, ich bin verwirrt. Hallo, verwirrt. Wo waren jetzt nochmal die letzten beiden? Da ist einer, da müsste der andere eigentlich dann hier links sein. Ach, bin ich jetzt. Da ist er doch. Oh mein, oh mein, oh mein. Das war früher etwas einfacher. Ich kann mich an diese Reihenfolge nicht richtig gewöhnen. Gut, dann holen wir Käse. Gehen nochmal schnell bei dem Rennen. Das können wir noch schnell machen. Das ist ja kein großes Dinge. Oh, hallo. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir brauchen zwar von euch nicht ganz mehr so viele. 33, na gut. Je mehr wir haben, umso besser ist es. Dann können wir auch bei Fahrer ein bisschen weitermachen. Dann können wir das Ganze nämlich hier auch springen. So, dann holen wir uns erstmal den Käse. Wir holen uns dich. Dann dürften wir eigentlich nach dem nächsten Rennen fertig sein. Oder? Weiß nicht. Naja, ein bisschen fehlt noch. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke aber auch nicht, dass wir dann die Rennbahn schon bauen können. Die Rennbahn wird erst wahrscheinlich kommen, wenn wir bei der GD den entsprechenden Ruf haben und wahrscheinlich auch von dem Level recht hoch genug sind. Da bin ich mal gespannt, wie lange das auf sich warten lässt, bis wir die Rennbahn machen können. Wird ja auch eine relativ lange Quest wieder werden. Was kann, ging das über mehrere Tage? Nee, ich glaube, oder? Doch. Das kann nicht mehr. Gott, so lange ist das doch noch gar nicht her. Es war doch erst letztes Jahr, wo wir die neue Rennbahn bekommen haben. Müsste doch. Ah, ich gucke jetzt nicht nach. Wir machen das jetzt hier fertig. Ist auf jeden Fall innerhalb der letzten 2 Jahre gewesen, seitdem ich ja Aufnahmen mache. Seitdem ich ja die Videos jetzt wieder richtig mache, nachdem ich meinen Kanal richtig nutze. Ich überlege am Anfang, waren da nur 10, 12, 15 Videos vielleicht drauf. Teilweise wirklich alt. Ja, ich habe halt mit dem YouTube habe ich nie so wirklich wahrgenommen als irgendwas, sage ich ganz ehrlich, bevor ich hier jetzt nochmal richtig mit Star Stable und so alles angefangen habe aufzunehmen. Aber es macht Spaß. So. Dann bringen wir mal den Käse zu Steve zurück. Dann reiten wir zum Ratsmann. Hier ist auch ein goldenes Ausrufezeichen. Ah ja, genau. Das ist die neue Rennstrecke hier. Die machen wir jetzt aber noch nicht. Dann machen wir uns noch keinen Kopf drum. Die können wir ein andermal nehmen. So, mehr Käse und einmal das hier. Sehr schön. Dann flitzen wir zum Ratsmann. Wie sieht es eigentlich aus? Ford Pinta, ja, 6000. GD müssen, machen wir auch bald einen Sprung wieder. Ja, 535. Da sind wir auch recht gut beisammen. Wir werden jetzt auch einige Sprünge hier machen dadurch. Das Tor nach Goldenen Schwelle im Anfang Frühling geöffnet. Jetzt, ja, so hier. So, Messgott, das Tor. Scheint aber nicht passiert zu sein. Vielleicht wissen, warum das Tor im Winter verschlossen wird. Ja. Das Tor, das zu dieser Zeit geheimnisvolle Schneegeister und andere Unwesen treiben. Geschlossen halten können sie nicht nach Silver Glade gelangen. Diese Wesen sind gefährlich und erschrecken Kinder und Pferde und müssen deswegen mit Vorsicht behandelt werden. Bürgermeister, hey Ratsmann, wir haben Winter. Hier Tom mit dem Schlüssel zur Stadt, den er immer um seinen Hals trägt. Vielleicht hast du sein Gemälde im Schloss gesehen, nicht? Los und schau dir das Gemälde an. Er befindet sich direkt rechts, wenn du hereinkommst. Wer weiß, vielleicht inspiriert dich das Ganze zu einer Lösung für das Dilemma. Denke inzwischen selbst nach. Ja, ich glaube, wir wissen schon, worauf das hinausgeht. Warte mal, halt, halt, halt. Schloss, 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 Schloss. Da in die Richtung. Wir wissen ja schon, worauf das hinaus zielt. Denn wir haben ein wenig dezentes Glück.
So, rechts hat er gesagt. Da. Rechts. Wo rechts? Ach, da. Hinter der Tür. Denn, wie man sieht, er ist mit dem Schlüssel abgebildet. Wenn das so einfach wäre bei Schlüsseln, wenn das so einfach wäre. Es ist aber nicht so einfach, denn ein Gemälde ist, ja, auch wenn der Künstler detailgetreu ist, bei einem Schlüssel hört eigentlich der Spaß auf. Weil da so detailgetreu zu sein, dass es wirklich mit den Pins übereinstimmt, ja. Gut, aber was wir hier gesehen haben, ist eigentlich ein normaler Schlüssel, einer der von der alten Sorte, die sind eigentlich nicht so problematisch. Die moderneren sind schwierig. Okay, gut. Ich reite erstmal zum Weingut, dass wir da die Quest einmal weitermachen. Das verfolgen wir gleich, weil das geht mir jetzt schon wieder auf den Keks, dass ich zu James reiten muss. Deswegen gehen wir erst hier hin. Riskiere ich's? Wir brauchen noch zwei Rennen. Ich könnte... ich mach die beiden Rennen beim Weingut. Würde ich sagen. So. Ja, ja, Kaninchen. Hüpf raus. So, dann würde ich nämlich gerne erstmal, bevor wir hier weiterkommen, erstmal unten die zwei, drei Aufgaben bei Agneta unten machen. Das ist wesentlich wichtiger, dass wir da weiterkommen. Beziehungsweise. Ich finde es faszinierend, dass wir die Quest jetzt schon bekommen. Normalerweise dürfte die Quest noch gar nicht da sein. Die müssten wir eigentlich, nachdem der Garten fertig ist, bekommen. Aber vielleicht... Ich werde es ja trotzdem jetzt hier weitermachen, dass wir das alles hinkriegen mit dem Garten. Wir sind ja schon recht weit. Ja, Björn. Björn. Toll. 75. So, das gibt auch nochmal 75. Ne, 25. Und hier gibt es 75. So, müssen wir die alle einsammeln und wir müssen oben. Meine. So, jetzt würde ich aber gerne wieder Sommer machen, damit ich das besser sehe. Oh, in welche Richtung guckt ihr kleinen Monster denn alle? Okay, der guckt in unsere. Ne, die gucken alle in die Richtung. Das heißt, wir könnten rein theoretisch alle einmal. Zweimal. Einmal. Ne, der da hinten guckt in die andere Richtung. Guckt in unsere Richtung. Okay, dreimal. In welche Richtung guckt der? In die Richtung. Okay, wir werden mal den Dünger hier verteilen. Kommen wir da an den ran? Ne, der hat uns gesehen, das war klar. Dann holen wir uns erstmal den hier. Der sieht uns nicht. Dann machen wir den Dünger. In der Zwischenzeit kann der wieder rausspringen. Macht noch jemand die Quest? Tagesaufgaben. So, in welche Richtung guckst du denn? In die andere Richtung. Gut, sehr schön. Müssten wir auch von hier aus rankommen. Bingo. Dich haben wir auch. Dann werden wir noch schnell die Beete oben machen. Und dann gucken wir wegen... Oh, wir können die Rennen hier machen. Das ist eine gute Idee. Wir machen die zwei Rennen hier. Und dann müsste es doch eigentlich reichen. Dann würde ich mich erstmal Richtung... Goldspurfarm aufmachen und dann hierher porten. Beziehungsweise, ne, dann können wir zu James flitzen. Vom Fort Pinter aus und dann hierher porten und dann hier weitermachen. Ja, das ist doch eine gute Idee. So, wie viel haben wir jetzt? 100, ne, 150. Ja, das dürfte, was habe ich gesagt? Wie viel waren es noch, was wir brauchten? Ja, 300. Das dürfte dann reichen. Hoffe ich mal.
dafür, dass wir jetzt eine Viertelstunde erst machen, dass ich erst seit einer Viertelstunde jetzt aufnehme, diese Folge, sind wir relativ gut beisammen. Ja gut, wir haben ja die wichtigsten Questen haben wir ja gemacht. Wir haben den Techno, den kleinen Hund. Ich glaube, die brauchten wir nur anfangen. Ich dachte eigentlich, beim Garten müssten wir fertig sein, dass wir da unten hinkommen. Na gut, wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Aber Level 12 schon jetzt Richtung Westkap Fischerdorf die Tore aufmachen zu können, ist schon, ja, ist halt für die Hauptquest wichtig. Und auch für die Soulrider-Questen. Da habe ich keine Probleme mit, wenn wir das jetzt schon aufmachen. So, dann einmal hier, dann einmal das. Das waren 150 auch wieder. Und, oh, Silberkleid ist durch. Das Weingut. Stimmt. Das hat ja gereicht. Haha. Aber wir werden uns trotzdem noch hierher porten gleich. Weil wir den Garten ja noch machen, abgeben müssen. Dann die letzten Aufgaben oben noch machen. Das machen wir gleich, wenn wir dann hierher kommen. Wenn wir von Fort Pinter uns hierher porten. Oder machen wir das vorher? Ne, wir porten uns nach... oder? Ist ja viel gesprungen eigentlich. Wenn wir uns von hier nach Goldspur, zu den Goldspurs fahren lassen und dann zurück. Na, wir schauen mal. Dann können wir eigentlich auch in Moorland uns nach zu den Goldspur-Farm porten. Das war jetzt ein bisschen blöd geritten. Na egal. Ist ja das Ende jetzt. So, fertig. So, Desert Soul ist fertig. Level 15. Bam. Unser erstes Level 15 fährt hier auf diesem Account. Yay. So, wir werden uns... Nee, Ende wollte ich nicht. Wir werden uns jetzt nach Moorland begeben. Holen uns da erstmal die Ausrüstung, denn wir werden uns gleich auf den lieben neuen Araber setzen. So, holen wir uns die hier mal. Alles raus. Werden wir uns mal die Ausrüstung jetzt hier holen, die wir brauchen. So, erstmal alles, was wir nicht brauchen, halt die letzte Seite brauchen wir. Boah, ist eine ganz schöne Menge, was wir hier verkaufen. Da werden wir noch einiges zu tun haben mit Verkaufen. So. Das weg. Dann gehen wir bei Ausrüstung. Und ich wollte genau dich haben. Sehr schön. Dann haben wir das und das. Ist das die von der Admiralin? Die haben wir schon geholt. Dann nehmen wir erstmal. Oder haben wir hier irgendwo eine bescheidene? Na, es ist keine besondere Satteldecke. Dann nehmen wir erstmal die hier, die Satteldecke. Dass wir da überhaupt eine Satteldecke drunter haben. Und den Rest lassen wir erstmal, wie er ist. So, Desert, du kannst jetzt erstmal in den Feierabend gehen, denn die restlichen Abenteuer erleben wir mit einem anderen Pferdchen. Erstmal. So, einmal Transporter. Aber das Schöne ist, dadurch brauchen wir jetzt die Stallaufgaben eigentlich gar nicht mehr machen von denen. Oh, Scheibenkleister. Da ist gar kein Transporter bis jetzt. Das nächste ist, glaube ich, die Sunfield Farm, ne? Oder die Koppelinsel. Die Koppelinsel dürfte näher dran sein, oder? Oder die Sunfield Farm. Ne, Jalaheim. Jalaheim dürfte nah genug sein. Ich bin ein Depp. Jetzt ist zu spät. Ich hätte ja Richtung Fort Pinter reiten können von hier aus und hätte ja dann... hätte mir dann ja den mit der Fähre hierher fahren können, wenn ich James seine Kamera ausgeliehen hätte. Oh, naja, gut. C'est la vie, zu spät. Das wäre jetzt vom Weg her, glaube ich, der beste gewesen. Das hätte uns wenigstens ein paar Schillinge weniger gekostet. Aber naja, gut, jetzt ist es auch egal. Und wir hätten uns nur einmal porten müssen. Naja, gut. Da oben ist ja schon, wir sind ja schon fast da. Neues Pferdchen rückt uns in Reichweite.
Jetzt muss ich noch mal gucken, welcher das jetzt war, dass ich den beim Schnee hier so gut erkenne. Wo ist er denn, der Hübsche? Der ist es nicht, der ist es nicht. Das ist hier der Hübsche in der Ecke. Na, mein Hübscher. Ja, wir sehen uns wieder. Hallo! Und natürlich, den werden wir uns holen. Und wir rennen ihn, wie gesagt, auch so wie Elder. Und nein. King. So, und er ist natürlich ein Pferd, erwachsen, und er ist ein Hengst. Und ja, 59 Starcoins. Yay! Oh, lass mal schön durchlaufen. Oh. Sehr schön. Ja, da haben wir unser neues Pferdchen. Unseren Elder King haben wir jetzt auch hier. Was sehr schön ist. So, dann geben wir ihm gleich mal die Ausrüstung drauf. Sattel und das und das. Gut, die vorläufige Decke. Die werden wir auf jeden Fall noch wegmachen. Da kommt eine andere, die Admiral-Set. Das gebe ich irgendeinem anderen Pferdchen. Da schauen wir mal. So, dann wenden wir uns jetzt mal zurück. Oh, warte mal, hier ist. Ist da viel aufgeploppt. Die Kartensymbole erstmal tägliche Wechselquesten machen. Hier ist einiges aufgeploppt. Hier ist Jarlaheim. Das ist auch eine normale, keine normale. Oder? Doch, nee, nee, nee. Die sind nicht aufgeploppt. Hier ist aber auf jeden Fall noch. Das ist die hier, die wir weiterverfolgen müssen. Ja, gut. Wir gucken mal. So, dann porten wir uns mal nach Hause zurück. Werden Richtung. Ah, ich denke mal, wir können auch direkt vom Fort Pinter aus dahin reiten. So langsam, na doch, wir sind. Neues Pferd, langsam. Ach, wir haben ja auch nicht die Eisen drauf. Wir haben noch die Standardeisen drauf. Die Nullereisen. Ah, da werden wir schon mal gucken. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Die können wir uns irgendwann hinten im Veldale noch holen. Ach, endlich sind wir wieder mit einem Araberchen unterwegs. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn man mal jetzt so sieht. Wenn man vom Anfang betrachtet, wie wenig wendig wir waren. Und ich finde, jetzt von der Wendigkeit sind wir jetzt schon ein bisschen besser. Das macht halt auch unsere Werte aus. Man sieht ja hier allein schon, wir haben ja selbst ohne die Ausrüstung hätten wir ja schon mehr Werte. Gut, die jetzige Ausrüstung trägt natürlich Schärflein dazu bei, aber. Ja, es ist trotzdem ein Unterschied. Habe ich irgendwas verpasst? Oder war, kommt mir das so vor, dass die Mauer wirklich so kaputt da? So, Kameraanfrage. Ja, wenn du was, wenn die uns was kostet, dann trete ich den Hintern. Gut, das ist eine gute Idee. Ausnahmsweise hast du eine gute Idee, James. Ausnahmsweise. Mal überlegen, was für eine Decke wir eigentlich nehmen. Wir nehmen wahrscheinlich doch eine weiße. Auch wenn er jetzt weiß ist, ein Schimmel ist, passt die weiße Decke eher besser zum schwarzen Sattel, als wenn ich eine schwarze Decke nehme. Wir können direkt zum Schloss reiten, wenn ich mich nicht täusche, ne? Dann reiten wir doch mal hier lang. Hätte ich jetzt eigentlich mich auch zurückporten können und dann hier lang reiten können. Das wäre besser gewesen. Wie viele Starcoins haben wir jetzt noch? 450. Okay, auf dem Pony müssen wir jetzt sparen, aber das war sowieso klar gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Pony jetzt schon kaufen. Doch, Firegrove. Könnten wir rein theoretisch kaufen, aber na, kommt noch. Kommt noch. Da machen wir uns jetzt keinen Kopf drum. So, nehmen wir dich auch noch mit. Haben wir noch irgendwo was? Nope. So, zum Glück müssen wir jetzt schon mal hier hin. Wir müssen dann eh runter
Richtung Weingut von hier aus. Deswegen wird das auch alles besser zusammenpassen jetzt. Gut, dann werden wir mit Firegrove werden wir nach hinten schieben mit dem Pferd. In Veldale haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich was, wenn ich mich nicht täusche, oder? Haben wir was in Veldale? Ich glaube nicht, dass da was Wichtiges ist, oder doch? Irgendeine. Da ist auf jeden Fall was, aber das dürfte nicht Elizabeth sein. So, dann werden wir mal die Kamera benutzen. Das ist ein simpler Schlüssel. Das müsste normalerweise kein großes Problem sein. Bin mal gespannt, wer den Schlüssel überhaupt machen muss. Bestimmt müssen wir nach Moorland zurück. Da wette ich drum. So, gehen wir erstmal zu Derek. Wo war der nochmal? Der war hier links. So, hier. Schlüsselfoto. Ah ja, nee, das ist das hier. Ich kann es kaum allein. Ich war sogar der erste, Anne fotografiert hat, als sie in Jorvik zur Schule ging. Du willst Ausdruck? Ja, gerne doch. Das wäre sehr nett. So, was haben wir denn hier? No, das ist natürlich nicht. 15 Jorvik-Schillinge pro Ausdruck. Schon. Ey, der Schlüssel ist wichtig, glaub's mir. Nein, nein, nein! Ich bin auf E gekommen. Ah, nee. Nein, will ich noch nicht. Das machen wir ein andermal. So, jetzt aber. Gut ist es geworden. Ich habe überlegt, wer den einen Schlüssel. Fällt dir jemand ein? Ich weiß schon, wer. Woher habe ich das gewusst? Woher? So, gut. Wir werden jetzt den Schlüssel E machen müssen. Das heißt, wir porten uns dann nochmal nach Moorland zurück. Da werden wir von da aus. Ich hoffe, dass das jetzt keine Übernachtaufgabe ist mit dem Schlüssel. Das wäre sehr nervig. Oh, hier ist ein bisschen Partystimmung, wie man sieht. Bei dem haben wir auch eine Quest auf. Da habe ich aber jetzt ehrlich gesagt noch keinen Nerv zu. So, kannst du einen Schlüssel mir? Zur Stadt. Okay, jetzt weg halt mir. Was dort vor sich geht. So, und jetzt? Mehr Eisenerz. Wir wissen schon, wir wissen schon. Keine Sorge. Ich weiß es, wo der hingehört. Wo wir das Eisenerz bekommen. Ich habe so das Gefühl, dass das wieder eine Aufgabe über Nacht wird. Dass ich da doch erst morgen hin kann. Habe ich echt das Gefühl. So, einmal absteigen. Einmal das hier und einmal Eisen kloppen. Brauchen wir nur drei? Oh, gut, nimm ich. Ja gut, ist ja nur ein Schlüssel, sind ja keine Hufeisen. Ein Schlüssel ist ja was Kleines, auch wenn das jetzt ein bisschen sehr, trotzdem sehr viel war. So, Konrad, ich bringe das Eisenerz. Bitte sehr. War von Aiden, das ist schön. Okay, der kleine Schmiedelehrling. Gut. Okay, absetzen und los geht's. Wir brauchen wahrscheinlich das Inventar. So, was willst du denn?
Erhitze das Eisen im Ofen, okay. Eisen auf den Amboss. Hallo. Hallo? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin doch am Amboss! Was soll denn das? Ich war doch am Amboss! Oh, ey. Ja, komm, komm, komm. Ich war doch am Amboss gewesen. Meine Güte, nee. Muss ich von der anderen Seite, muss ich von der Seite ran? So, Ofen. Muss ich echt von der Seite ran? Geht das nur von der Seite? Hammer? Ach, mit dem Hammer. Ja, toll. Ernsthaft jetzt. So, und jetzt? Eisen im Ofen. Ja, jetzt brauchen wir wieder das hier. Eisen auf den Amboss. Den Hammer brauchen wir dafür. Das ist sowieso witzlos. Mal. Eisen im Wasser. Brauchen wir jetzt dafür die Zange? Ja. Jetzt Eisen im Ofen. Okay. Und jetzt schon wieder Ofen. Okay. Ist am Ofen vorbei, aber hey. Amboss. Ofen. Ey, echt jetzt? Eisen im Wasser. Gut. Schon wieder Ofen. Sag mal, wie oft denn noch? Amboss. Wir hauen sowas von einem Amboss vorbei. Wasser. Bitte sag jetzt, dass es vorbei ist. Ernsthaft. Amboss. Wasser. Okay. Oh, geschafft. Boah, ey. Gut, dass wir das gemacht haben. Das heißt, er macht das bis morgen, ist es erst fertig. Oder warte mal, wieso ist das gelb? Wieso ist da kein... Doch, ist ein Timer. Das ist wegen dem anderen. Gut, das hätten wir jetzt gedacht. Da hätte ich jetzt mir Gedanken gemacht. Gut, dann werden wir jetzt einmal Richtung Silverglade Landgut wieder reiten. Da unsere Quest fertig machen mit... Na, wir können zum Rad, nein, wir können ja Derek, wir können die Seilbahn weitermachen, aber wir müssen auf jeden Fall zum Landgut da das abgeben. Und die zwei Rennen könnten wir eigentlich auch machen, damit wir nämlich mit Elder King schon mal ein wenig hochkommen. Und ich müsste mich eigentlich auch nach Firegrove und Veldale einmal porten, da wenigstens die Tagesaufgaben vom Stall machen. Das wäre vielleicht, kann ich dir. Gibt es ja noch andere Tagesaufgaben in Veldale? Stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier stimmt alles nicht. Na gut, da gucken wir gleich nach. Wir holen uns einmal die Seilbahn hier. Wir müssen eh in die Richtung. Okay. Dann suchen wir ihn. Ja, super. Bringen wir dann wieder ab. Jetzt gehen wir erstmal Richtung. So, der ist ja da auf jeden Fall hinten. Das heißt, wir geben jetzt einmal unsere Quest hier ab. Können wir das Rennen hier eigentlich auch noch machen. Das andere werden wir irgendwann hier Angriff nehmen. Machen nur das eine. So, ich will nur dein eines Rennen erstmal. Das sind 250 EP. Die nehmen wir doch nämlich gerne mit auf dem Weg dahin. Ich habe gar nicht geguckt, wie weit wir bei Silverglade jetzt eigentlich waren. Ist ja auch einiges an PEP, die wir bekommen haben. Mal gleich mal gucken.
Sehr schön. Haben wir auch geschafft. Supidupi. Gehen wir dich mal schnell ab. Das dürfte auch Silverglade sein, ne? Ja, Silverglade Village. So, wie schaut's aus? Pferd ist im Level gestiegen, das war klar. So, wir reiten hier lang. So, ja gut, Silverglade Village heißt, das haben wir morgen wahrscheinlich abgeschlossen. Dann haben wir eine Sorge weniger. Dann müssen wir nur noch die Rennen machen, damit wir Pferd leveln können. Aber die Tagesaufgaben können wir dann vernachlässigen in Silverglade und hier auf dem Landgut. Das ist sehr schön. So, wo haben wir denn hier? Genau, wir brauchen dich. So, wo war jetzt hier noch mehr? Hier rechts müssen noch welche sein, wenn ich mich nicht täusche. Da hinten war noch einer, ne? Das ist blöd mit dem Schnee, man sieht das so schlecht. Da hinten ist einer, ja. Hallo, danke. So ist der Schnee ja ganz cool, aber man sieht manche Sachen echt schlecht mit dem Schnee. Hallo, hallo, nimmst du es bitte? 3 von 5, da vorne ist 4 von 5. Und dann haben wir da 5 von 5 da rechts. Und dann machen wir die Rennen hier nur noch. Irgendwo hier war da 5 von 5. Hä? Wo ist 5 von 5? Ach, hier. Da. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Dann machen wir schnell die 2 Rennen. Dann sind wir auf Level 3 mit dem Pferdchen. Müssten wir eigentlich dann. So, Landgut. Zack, 250. Das gibt nochmal einen schönen Push. Und dann werden wir mal die Questen hier nach und nach hier durcharbeiten. Wir müssen ja hier vom Landgut haben ja auch noch nicht durchgearbeitet. Dass da unten die Mauer wieder zu ist. Aber das werden wir gucken nach der Seilbahn, je nachdem wie lange wir mit der Seilbahn jetzt noch brauchen. Ah, viel wieder geschafft, das ist schon einiges. Also Pferd gelevelt, Ende zu Ende gelevelt. Die Quest zum Ratsmann fertig gemacht, halbwegs angefangen, fertig gemacht. Ja, und Silverglade Landgut hier hochgebracht auf hohe Stufe mit dem Beruf. Super. Was will man mehr? Jetzt noch die Quest mit der Seilbahn. Wenn wir Glück haben, ist die auch nicht mehr so lange. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir mit dem Landgut kommen. Und dann werden wir nochmal schnell nach uns nach Firegrove und Veldale porten. Also mit dem Transporter. Und werden da die Questen noch schnell, die Tagesquest machen, dass wir da einen kleinen Push kriegen. Wir haben zwar noch die goldenen Questen in den Ecken, aber obwohl, ich glaube, ich gebe die ab. Doch, ist vielleicht eine gute Idee. Ich gebe die jetzt hier ab. Wir werden jetzt noch schnell die 2 machen und dann werden wir von hier, werden wir die Questen unten abgeben und dann werde ich mich nach Firegrove direkt begeben, wenn wir die Quest fertig haben mit der Seilbahn. Falls wir die jetzt fertig kriegen. Das ist die Sache. Haben wir die eigentlich im Inventar? Nö, haben wir nicht im Inventar. Hey, ist aber jetzt auf jeden Fall klasse, dass wir dann morgen Silverglade abschließen mit den Rufquesten. Das heißt, Steves Farm brauchen wir maximal auch nur das Rennen machen. Alle Sachen, beziehungsweise alle Rennen. Dann haben wir nur noch Moorland, wo wir abschließen müssen. Und dann sehen wir mal weiter, wo wir dann als nächstes abgeschlossen kriegen. Wir kriegen jetzt durch Westkap Fischerdorf wieder neue und durch Südhof auch.
Müssen wir langsam mal gucken. Ich glaube, Westkapfischerdorf ist aber wesentlich wichtiger, was Rufquesten betrifft. Und was mir einfällt, wahrscheinlich die AAE, weil wir ja auch ins Dinotal wegen Soulrider questen müssen. Na gut, da kommen wir alles noch. Das schaffen wir alles noch durch. Da machen wir uns keinen Stress. Ganz gechillt machen wir das durch. Wir sind jetzt schon relativ weit mit Level 12, wenn ich überlege, wie lang ich erst dran sitze wieder. So, haben wir das hier auch erledigt. Ich würde aber sagen, dann werde ich das hier jetzt abgeben und dann gehen wir Richtung. Machen wir uns jetzt erstmal keinen Kopf hier drum. Mit dem Level vom Pferd, da machen wir uns jetzt überhaupt gar keinen Kopf drum. Werden wir uns mal Richtung der Rennbahn begeben. Ja, Baroness, deine Quest kannst du jetzt erstmal kurz warten. Dann machen wir jetzt gar nichts weiter. Die werden wir demnächst weitermachen. Wir rennen jetzt erstmal Richtung der Seilbahn. So, gucken wir, ob hier noch irgendwo Recyclingmaterial hier rumfliegt. Ja, natürlich. Sehr schön, haben wir. Da liegt auch noch was, das habe ich genau gesehen. Da ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, können wir Richtung der zukünftigen Seilbahn hinflitzen. Einmal hier runter, kommen wir da durch. Kommen wir da durch? Ja, eigentlich schon. Wo ist er denn? Ach, da sind die Seilbahnteile ja überall. Die liegen ja hier überall rum. Cool. Da liegt was, da liegt was. Ja, läuft. Das ist da. Jetzt können wir zu bauen beginnen. Super cool. Ja, super cool auf jeden Fall. Dann war das Wichtigste, was wir brauchen. Ja, ist das erste Mal, dass ich in Jorvik ich kenne, also nicht die Baukranbaumeister. Dann ich den Typen von den Tunnel bauen. Vielleicht können wir alles von ihnen leihen. Ein Bagger. Dann reite los und schau, ob du nicht den Bagger leihen kannst. Oh Gott, das wird eine Katastrophe jetzt schon. Das sehe ich jetzt schon. Ich bin mir nicht so sicher, dass das so einfach funktionieren wird. Boah, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Ding hier so rumgelegen hat. Aber es ist schon cool, dass hier so viele Sachen sind, die wirklich an der Seilbahn sind. Okay, wir haben die Stützen. Wir haben einmal den für für oben für die Station. Da muss das andere da unten sein. Wir haben aber viel mehr Stützen, als wir brauchen, glaube ich, oder? Ja, gut, das ist das gleiche. Das ist das gleiche Paket, was da steht. Sieht schon cool aus. So, dann gehen wir mal hier schnell hinreiten und schauen mal, ob hier die das uns leihen. Vielleicht haben wir Glück und hier ist Recyclingmaterial. Och Mann. Warum nicht? Ein Bagger? Ja. Das war die Quest. Ah, das wird lustig. Ja. Okay, er zeigt es nicht an, aber ich weiß, wer es hat. Was für uns sehr praktisch ist. Das heißt, wir müssen nur zu einem nächsten Transporter reiten und uns dann einmal dahin porten, wo wir hin müssen. Denn da haben wir auch noch eine andere Quest. Hier ist noch kein Transporter. Hey! Da hat jetzt eben einer echten Böller draußen fliegen lassen. Ist ja wohl ein Witz, oder? Wir haben den 2.2. Also ich bitte euch, Silvester ist schon lange vorbei.
Manchmal sind die Leute echt, haben die Leute echt einen Knall, echt. Ich glaube, das wäre fast einfacher gewesen, von hier nach Wäldehill zu reiten. Oder uns zurück zu porten, das wäre noch besser gewesen. Naja, gut. Wir lassen es erstmal so. Jetzt reiten wir doch zu dem Transporter hier. Oh, gut, dass ich hergeritten bin. Ich hätte jetzt fast vergessen, komplett die Quest abzugeben. Oh, das wäre nicht gut gewesen vom Garten. Das ist wichtig, dass ich die abgebe. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Das wäre nicht gut gewesen. Na gut, dann können wir uns von hier, können wir von hier aus Richtung Transporter reiten. Das wäre jetzt eine Katastrophe gewesen. Es hätte uns jetzt einen Tag gefehlt. So, Superdinger, bla blub. Und der letzte, ja, sehr schön. Das hätte uns richtig wehgetan mit einem Tag. Ich brauche mal nicht. Wie sieht's aus? Ja, Jalaheim 3000. Da haben wir nur noch nächsten Mal. Wo haben wir es denn gehabt? Wo haben wir es denn jetzt gehabt? Bin ich blind? Da. Okay, das werden noch ein paar Tage dauern auf jeden Fall. Aber ich finde es faszinierend, dass wir das halt... Ach, jetzt hätte ich da lang reiten können. Egal, jetzt reiten wir hier lang. Ist eh zu spät. Umdrehen brauche ich jetzt nicht mehr in der Hinsicht. Ja, Baroness. Wir brauchen nicht erstmal zu dir hinzugehen. Wir haben was anderes zu tun. So. Denn wir gehen nach Firegrove. Dann können wir hier gleich auch die Quest mit dem Pferd beenden. Was sehr Vorteil ist. Und ich meine mich daran erinnern zu können. Abbruch. Wo ist denn die. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ach, ist der Tierarzt. Steht die hier mit der Tierarzt oder wie? Wo ist sie denn? Ach, da ist nicht die Tierärztin. Ja, claro. Ach, das ist das. Oh, okay, das nehmen wir. Scheibengleis, jetzt habe ich doch weitergeklickt. Oh, das ist schlecht. Ich dachte, wir müssen die Quest erstmal annehmen. Oh, das war jetzt schlecht. Jetzt habe ich es durchgeklickt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich kenne dieses Pferd, ja. Das ist schlecht. Ja, das ist Nebelfall. Aber das ist doch, hä? Das war doch hier mit dem Pferd. Mit dem kranken Pferd. Aber gut, ja gut. Das war aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Wir müssten eigentlich, müsste ich die Quest... Nee, bei ihr war das nicht, glaube ich. Bei wem war das? Das war doch hier gewesen. Ne? Habe ich die Quest jetzt eigentlich noch als offen, als laufend? Ja, habe ich als laufend. Das heißt, wir müssen denjenigen finden. Ich meine... War das sie? Nee. Nee, das ist er nicht. Das ist sie nicht gewesen. Das ist sie mit dem Kuchen gewesen. Irgendwo. Nein, das ist nicht. Nein. Okay, dich wollte ich noch nicht. Ich meine, die Quest wäre doch hier gewesen. Oder?
Wir haben ja kein grünes Aus. Oh, doch, doch, doch. Das grüne Ausrufezeichen ist Moorland. Oh, nein. Okay, wir machen hier erstmal die Pferdeverpflegung. Jetzt ärgere ich mich halt, dass ich dann da durchgeklickt habe so schnell, weil ich dachte, man könnte es abbrechen, aber Pustekuchen, ja gut. So, machen wir das erstmal fertig. Das ärgert mich jetzt eigentlich, aber wieso war das denn? Dann bin ich hier zu früh, ne? Gut, naja gut, das ist jetzt auch egal, wenn wir uns jetzt keinen Stress machen wegen der Schillinge. Wir verdienen eh noch genug Schillinge und viel auszugeben haben, wenn wir hier eh nicht. Da wir hier nicht so schnell an Pferde kommen, brauchen wir auch nicht so schnell und so viel Ausrüstung. Machen wir das schnell fertig. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Okay, oder? Nein, wir gehen. Ich würde sagen, wir erinnern jetzt nochmal. Wir gehen jetzt Richtung Dandal, würde ich sagen. Wir machen jetzt die Quest weiter Richtung Dandal und ich gebe die andere Quest in Moorland ab und mache die dann. Morgen oder so weiter. So, okay. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich da jetzt. Das ist der Dinger, das Pferd meiner Ranja. Aber wo ist Ranja? Wo ist mein Engel? Das hat diesem Pferd Angst eingejagt. Mist, du musst der Dinger mit deinem Pferd herreiten und ihn beruhigen, wenn er sich selbst oder anderen wehtut. Oh, da würde ich nicht sagen. Der Dinger ist ein cooles Pferdchen. So, wo bist du denn, mein kleiner Kerl? Der Dinger! Bist du jetzt hingeflitzt hier rechts, ne? Ne, der ist hier. Da ist er. Sehen, der ist doch hier rechts geflitzt darunter. Ich glaube nicht, dass wir den auch so schnell einholen werden. Müssen wir den überhaupt einholen? Ich glaube ja, ne? Reitet der im Kreis oder nicht? Das würde mich interessieren, wenn der im Kreis rennt. Dann müssen wir uns keinen Stress mehr machen. Aber gut, wir haben ihn eh gleich. Können wir mal auch hinterher flitzen. Wenn jetzt hier die hier durchreiten, dann haben wir ihn doch schon fast. Ja, komm, komm, der Linger, bleib locker, bleib locker, bleib locker. Ah, siehste, geht doch. Hey, mein Hübscher, alles in Ordnung? Okay, wir steigen ab. Hallo, mein Hübscher. Das ist wichtig. Oh, der geht schon von sich aus, dein kluges Pferdchen. Er ist nicht stehen geblieben. Star Stable, er ist nicht stehen geblieben. Jetzt ist er stehen geblieben. Ja, machen wir doch gerne. Ich könnte.
Ja, dann folgen wir mal Dellinger. Auf geht's, Dellinger. Zeig uns, wo deine Reiterin ist und unsere zukünftige Freundin. So, wo willst du denn hin? Da willst du hin. Jetzt spielen wir ein wenig Lassie. Dellinger ist in diesem Fall Lassie. Okay, wo willst du mit uns hin? Hättest eigentlich gerade eben auch links runterlaufen können, das weißt du hoffentlich, ne? Ah, nee, doch nicht. Beobachten, ja, aber wer? Wer beobachtet uns? Oh Gott, ich muss absteigen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Die Wettbewerbe müssen wir ja auch noch freischalten hier. Habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Hier ist wieder was. Schon wieder. Und wir müssen wieder der Länger beruhigen. Jetzt war ich jetzt schon. Das heißt, wir steigen wieder ab. Was eigentlich nicht so gut ist. Ja, und ich sehe auch noch was anderes, wo wir dem Ziel näher kommen. Hallo, du gehörst mir, danke. Wenn wir schon hier dran vorbeikommen, wenn es uns schon so angeboten wird. Okay. Was ist hier? Oh. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Hier in der Nähe müsste sein. Hier ist was. Okay, da ist niemand. Da ist sie doch. Hallo Ranja. Da kann es jemand nicht aushalten. Flitz mal zu ihr hin. Wie? Wölfe? Wölfe?
einfach nicht. Das ist gut. Oh. Au, ja. Wölfe, noch mehr. Okay, warum? Ach so, weil sie hinlaufen. Die stehen direkt hinter euch. Die sind hier direkt um die Ecke von der Starshine Ranch. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass die hier rumflitzen. Aber hey. Ja, jetzt haben wir natürlich so ein tolles Rennen. Eine. Okay, da lang. Ja, wir treffen uns in Firegrove. Da hinten ist. Da läuft er hinter uns her. Ach, der ist ja so langsam. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe keinen von denen. Ach, da. Nee, das war ein Schmetterling. Oder? Da ist einer gewesen. Ja, easy peasy, lemon squeezy. War wieder irgendwo einer gewesen. Wow, was war das für ein Leck? Ja, easy peasy lemon squeezy. Würde ich mal sagen. Wo stehen denn die zwei? Im Stall? Hallo? Wo sind die zwei? Ah, da ist sie, Oma Rose. Also doch, bei Oma Rose müssen wir abgeben. Die Tierärztin ist auch hier. Da kommt sie doch. Ja, hast du. Oh je. Die lässt sich nicht so leicht in das Licht führen. Oh, Sommer. Was willst du denn hier? Was will der hier? Was für eine Quarantäne. Schön schlagfertig.
jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Autsch, 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 das tat weh. Das war ein Torpedo direkt in die Mitte des Schiffes rein. Das Schiff ist geplatzt. So was Blödes aber auch. Ansonsten was? Du erzählst einen Mist. Komm, fahr weg mit deinem hässlichen Auto. Ja, ja, hup auch nochmal. Das macht man nicht. Nee, da stimmt definitiv was nicht mit dem. Ja, wäre nicht schlecht. Das würde ich jetzt noch gerne erfahren. Unser Wasser wäre nicht sicher. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Unsere Quelle hat das sauberste Wasser in ganz Jorvik. Ich weiß, wo du bist, aber nicht zu sagen, dass es gefährlich ist, wenn du gehst. Ich mal jemanden niesen hören, seit sie da sind. Ich will ja einen ganz Jobweg davon. Ich will bearbeiten auf der Straße, aber in der Quarantäne, das passt nicht zusammen. Kommst du mit mir zurück nach Dandal? Hier, Oma. Ja, und wir sind sehr vertrauensselig. Sehr schön, jetzt kennen wir auch Ranja. Das gefällt mir. Aber ich glaube, okay, das heißt, wir müssen dem Stadtrat die Beeren geben. Der freut sich. Ja, hier. Bitte sehr. Ja, gut, aber ich würde sagen, diese Quest werden wir morgen weitermachen. Ich werde mich jetzt mal zurückporten. Welle werden wir jetzt auch mal links liegen lassen. Da werden wir noch relativ schnell vorbei. Da werde ich morgen auf jeden Fall dran arbeiten. Wir geben jetzt noch die Quest ab hier, wem auch immer diese Quest hier gehört. Hören mag. Wer ist es denn? Hier hinten. Da. Du hast die Quest. Ist auch gut so. Dann können wir nämlich zwar. Ja, das habe ich. Oder das hatte ich, um ehrlich zu sein. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Star Stable Neue Abenteuer. Yay, dann geht's endlich weiter. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.